Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich zum Vortrag Delir über die Berufsgruppen hinweg hier mit einem pflegerischen Schwerpunkt. Bitte beachten Sie, dass Mitschnitte von diesem Vortrag aus urheberrechtlichen Gründen leider nicht gestattet sind. Mein Name ist Carsten Hermes, ich bin Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege, seit 2 Jahren freiberuflich selbstständiger Dozent und bin europaweit mit der Implementierung des sogenannten PET-Managements, dem Delir-Management, unterwegs, um mir mein Studium zu finanzieren. An der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg studiere ich einen Masterpflege-Studiengang ANP. Daher auch ein paar Interessenskonflikte, die Sie hier nachlesen können. Erlauben Sie mir kurz, Tipp für ein Netzwerk zu geben, der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensiv- und Notfallmedizin mit einer hervorragenden deutschsprachigen gelisteten Zeitschrift entsprechenden Impact-Faktor können hier sowohl die ärztlichen als auch pflegerischen Kollegen in deutscher Sprache ihre aktuellen Forschungsergebnisse platzieren und natürlich auch nachlesen. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr im Sommer physisch durch die Sommermonate beginnen. Hoffen wir sehr, dass es physisch ist, in Köln zu unserer Jahrestagung zusammenkommen. Und da möchte ich Sie jetzt schon ganz recht herzlich einladen. Die Deutsche Gesellschaft für Internistische Intensiv- und Notfallmedizin ist eng mit der DIVI verwoben. Und Sie können zum Beispiel als Pflegekraft über die duale Mitgliedschaft auch in der DIVI tätig werden, was ich Ihnen sehr, sehr ans Herz legen möchte. Damit wir auf der einen Seite berufspolitisch uns engagieren und hier auf der anderen Seite in der aktiven Mitarbeit in Sektionen, wie zum Beispiel der hervorragend organisierten Sektion Koma und Bewusstsein, die auch diese Sitzung hier organisiert hat. Und ein Thema, dem Delir sich sehr widmet, neben anderen neurokognitiven Störungen und Erkrankungen. Um was geht es aber, wenn wir über das Delir reden? Wir reden darüber, dass wir eigentlich alles das machen und bündeln, was selbstverständlich sein sollte. Deswegen lassen Sie uns nochmal über ein paar Selbstverständlichkeiten reden, über Ziele. Der Intensivpatient soll nämlich laut der S3-Leitlinie Delir, Analgesie und Sedierung wach und aufmerksam sein. Er soll schmerzfrei sein, er soll delirfrei sein, er soll angstfrei und stressfrei sein und vor allen Dingen, er soll aktiv an seiner Behandlung und Genesung teilhaben, inklusive seiner individuellen Werte und Wünsche. Nur ist das Realität im Früh-, Spät- oder Nachtdienst, wenn Sie ins Zimmer kommen? In den wenigsten Fällen. Ist es deswegen vermessen, das in eine Leitlinie zu schreiben? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen uns wieder vor Augen führen, was die Ziele bedeuten. Sie bedeuten, dass wir festlegen, was wir erreichen wollen. Und wenn wir den Abgleich mit dem Jetzt machen, wo wir stehen, wissen wir eigentlich, was zu tun ist. Denn das Delir ist ein Warnzeichen. Es ist keine eigenständige Erkrankung. Es ist ein Symptom, ein Syndrombild. Es ist sozusagen die Angina pectoris unseres Gehirns. Es ist etwas, was wir monitoren müssten und sollten. Es ist nämlich nicht verharmlosend, das Durchgangssyndrom oder er ist huschig und durch die Hecke und in den seltensten Fällen wird alles gut. Das Delir hat immer eine zugrunde liegende körperliche Ursache, die es gilt zu finden und das macht es so schwierig und multifaktoriell, weil jeder immer nur in seinen Scheuklappen und seiner Fachrichtung daran denkt. Aber es ist wichtig, denn das Delir kann zu einer erhöhten 6-Monats-Mortalität führen. Es kann, je länger es dauert, dazu führen, dass pro Tag Delir, wenn es andauert, die Mortalität um 10% steigt. Dabei ist so ein bisschen unklar, ob es das Delir selber ist oder die zugrunde liegende Erkrankung, die nicht gefunden wird. Aber es ist auf jeden Fall Fakt, dass das Delir nicht folgenlos ist. Insbesondere hat es Langzeitfolgen. Es kann die Kognition nachhaltig schädigen. Einer von 3 Patienten, die ein Delir erleiden, haben die gleichen Ausprägungen wie nach einem Schädel-Hirntrauma. Einer von 4 hat die Ausprägung einer milden Alzheimer-Demenz. Es ist also so, dass diese neurokognitiven chronischen Störungen durchaus hier durch das akute Geschehen ist, begründet und erklärbar sind. Und was hat das mit uns zu tun? Wir, die Herr über Technik sind, naja, wir sollten uns mal wieder fragen, um was es geht bei der Therapie und Pflege unserer Patienten. Wollen wir unseren Patienten schaden oder nicht? Natürlich wollen wir es nicht, denn wir wollen diese Auswirkungen nicht. Wir wollen nicht die erhöhte Mortalität, die Langzeitstörung. Wir möchten nicht, dass der Patient pflegebedürftiger ist nach der Behandlung als vorher. Trotzdem ist es teilweise Realität. Genauso wie die Verlängerung auf der Intensivstation von der Beatmung, dem längeren Weaning, zu einem längeren Krankenhausaufenthalt führt und das insgesamt für das Haus und das gesellschaftliche System höhere Kosten verursacht. Wir denken noch viel zu häufig, was ja in der Akutphase richtig ist, bei einer Reanimation, bei einer Beatmung, bei einer ECMO-Therapie, dass Technik das Leben rettet, aber erhalten und zurückführen tun die Menschen und Konzepte dahinter. Ein Konzept ist das ABSF-Bundle, ein anderes ist das eCash.
ICA steht für Early Implementation Comfortable Cooperative and Calm Situation in Patient Analgesia First. Zuerst das Schmerzmittel, zuerst den Schmerz ausschalten. Etwas, was relativ einfach medikamentös herzustellen ist und heutzutage immer noch, insbesondere bei internistischen Patienten, zu einer Unterversorgung führt. Und wenn es dann nicht anders geht und wenn wir es brauchen, sind Sedativa ja jetzt erstmal per se nicht schlecht. Wenn der Patient in einem wachen Zustand, in einem erweckbaren Zustand bleibt, wir brauchen also, um pflegerisch Sedativa selbstständig zu steuern, Scores und Vorgaben, damit wir mit den Medizinern zusammen uns auf etwas einigen können, wie einen RASS, um dann bei entsprechenden Kenntnissen der Pharmakodynamik und Kinetik diese Ziele selbstständig zu erreichen. Wir brauchen aber neben Analgesie, komfortablen Intensivstationen und Sedativern wieder etwas, was verloren gegangen ist. Human Person Family Centered Care. Neben der Mobilisation, der Frühmobilisation und den Reorientierungsmöglichkeiten, die selbstständig sein sollten, wie zum Beispiel eine Uhr oder eine Kalender an der Wand, geht es auch darum, den Patienten wieder in den Fokus zu rücken mit seinen individuellen Bedürfnissen und nahen Angehörigen es ermöglichen, mit uns zusammen den Patienten zu begleiten. Angehörige, nicht jeder Besucher, ich möchte keinen Bahnhof auf der Intensivstation, aber diejenigen, die sehr, sehr nah auch im Privatleben an unseren Patienten dran sind, können sehr wertvoll für die Gesamtbehandlung und Ergebnisse sein. Wir denken nach wie vor, Technik rettet, aber Denken ist etwas, was vielen erspart bleibt für die Jungen unter ihnen. Denken ist wie Google, nur viel krasser und ohne vorgefertigte Ergebnisse. Was ist jetzt aber eigentlich das Delir? Das müssen wir uns nochmal klar machen. Das Delir ist eine akute Erkrankung. Es stellt eine Störung zu Baseline dar, es hat einen fluktuierenden Verlauf, aber es ist maßgeblich dadurch gekennzeichnet, dass es eine Störung der Aufmerksamkeit hat, vielleicht verbunden mit einer Bewusstseinsstörung. Und die Aufmerksamkeitsstörung messen wir in den Qualitäten, dass eine Störung vorliegt, die Aufmerksamkeit zu halten, zu dirigieren, zu fokussieren und neu auszurichten. Es können zusätzlich Halluzinationen bestehen, es können zusätzlich Desorientiertheit bestehen oder psychomotorische Unruhe. Es kann eine Veränderung im Schlaf-Wachrhythmus vorliegen, aber es muss alles nicht. Maßgeblich ist die Aufmerksamkeitsstörung und das ist schwer zu finden, schwer zu erkennen, aber die Abgrenzung zu anderen Erkrankungen. Denn nicht jede Halluzination zum Beispiel ist ein Delir. Und wenn wir ein Medikament geben, kann allein dieses Medikament eine Halluzination auslösen. 30-70% sind auf Midazolam und Propofol zurückzuführen. Und auch dort gibt es Alternativen, wie zum Beispiel volatile Anästhetika, für die das noch nicht beschrieben ist. Denn wir müssen uns überlegen, dass nicht jede Halluzination behandlungswürdig ist, schon gar nicht mit Haldol. Jeder von Ihnen kann eine Halluzination haben. Schauen Sie doch mal auf die vier Punkte in der Mitte. Machen Sie mal mit. Schauen Sie auf die vier Punkte in der Mitte. Schauen Sie auf nichts anderes als die vier Punkte in der Mitte. Schauen Sie nur auf diese vier Punkte in die Mitte. Versuchen Sie sich zu konzentrieren. Ruhig ein- und auszuatmen, nicht zu blinzeln. Schauen Sie auf diese vier Punkte in der Mitte, auch wenn das Bild jetzt wechselt. Schauen Sie, was Sie sehen. Einige nichts, andere einen bärtigen Mann. Manche haben vielleicht Jesus gesehen. Wir sind uns einig, es war kein Delir. Sie können es sich jetzt selber erklären. Sie haben den Bezug zur Realität. Sie wissen, es war eine optische Täuschung, kurzfristig. Wenn wir in einen Dämmerzustand gekommen zwischen Schlaf und Wach und nicht richtig wissen, wo oben und unten ist, könnten wir das schon mal verkennen. Das kann auch passieren, wenn wir andere Sachen sehen, weil unser Hirn möchte sofort alle Informationen verarbeiten und sagt uns, was Realität ist. Es sagt uns, wir sehen hier einen Schädel. Beim genauen Hinsehen sehen wir eine Frau im Spiegel. Das ist wichtig für die alltäglichen Geschehnisse. Der Patient ist unruhig und wir sagen, er ist nicht adäquat. Vielleicht wird er gerade wach, denkt, er ist in seinem Schlafzimmer und wir stehen an seinem Bett. Würden Sie nicht unruhig werden, wenn nachts ein fremder Mann im blauen Kittel an Ihrem Bett steht? Wahrscheinlich schon. Ist es inadäquat? Wahrscheinlich nicht. 5% sind agitiert, unruhig, nesteln. 65% roundabout sind Mischformen, die meistens dadurch auffallen, dass sie irgendwann den agitierten Zustand haben. 30% sind nach wie vor hypoaktiv. Manchmal orientiert, manchmal freundlich zugewandt, trotzdem mit einer Aufmerksamkeitsstörung versehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch pflegerisch noch überlegen, was sind die Phänotypen, was sind die Ursachen für ein Delir? Es gibt immer eine körperliche, zugrunde liegende Ursache mit bestimmten Auswirkungen und es gibt dort diese Mischform von, was ist Korrelation, was ist Kausalität. Aber eins kann zum Beispiel die Hypoxie sein,
Und nicht nur die schlechte Sättigung, sondern das Missverhältnis von Sauerstoffangebot zu Sauerstoffbedarf auf Ganzkörperebene, also die klassische Schockdefinition. Und dann gehört es auch dazu, hier den Kreislauf zu optimieren und in Schwung zu bringen. Das kann gehen, wenn man liegt, das kann mit Medikamenten gehen, das geht besser, wenn man zwischendurch an der Bettkante sitzt oder auch die Muskelpumpe aktiviert. Das septisch bedingte Delir kann auch eine Ursache sein. Der Keim, wo auch immer, und Sie wissen, dass wir es manchmal nicht rausfinden, wo denn der Fokus liegt. Wir sollten aber wachsam werden, sobald wir mehr Katecholamine brauchen, um den Mitteldruck aufrechtzuerhalten, wenn es nicht nur zum Antagonisieren der Sedativa ist oder wenn wir das Katecholamin überhaupt singulär brauchen und noch alles andere vermeintlich gut ist, dann kann das ein Ausdruck dafür sein, dass ein Delir bald droht oder wenn es da ist, hier den Keim, den Virus, die Infektion als Ursache hat. Wie gerade erwähnt, Sedativa können Halluzinationen machen. Sedativa können in Abhängigkeit von der Zeit auch ein Delir auslösen, unabhängig davon, welches Medikament. Es ist so, wenn Sie jemanden in diese Halbwelt, in diesen Dämmerzustand bringen und er nicht mehr Herr über Realität und Traum ist, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis er in ein Delir rutscht. Auch das Metabolische rutscht uns häufig durch. Wann haben Sie das letzte Mal die BGA geschaut und nicht nur gesagt, die Gase sind gut, sondern haben sich auch überlegt, naja, wie ist es denn mit Natrium und Kalium? Und passt das hier mit dem Kalium zum pH oder wird hier schon beginnend etwas kompensiert? Und was ist mit dem Calcium, dem Ionisierten zum Normalen, dem Gap? Haben Sie dann schon mal wieder dran gedacht zu schauen, wie ist es mit Phosphat und anderen Sachen? Alles Hinweise darauf, dass metabolisch etwas aus dem Ruder läuft, neben Stickstoffbilanzen, Anionengap und so weiter. Diese vier ersten Punkte erklären 80% aller Deliere. Und es ist in 80% der Fälle mit diesen Ansatzpunkten behebbar, hat eine Arbeitsgruppe herausgefunden. Die anderen sind es vielleicht auch noch, aber es sind nur 20%, die übrig bleiben. Das sollte uns nachdenklich stimmen. Wichtig ist, dass auch wir pflegerisch natürlich wissen, es ist keine Realitätsbeschreibung, dass der Patient immer wach und ruhig und aufmerksam ist. Wir müssen zwischendurch sedieren für eine Intervention, für einen Verbandswechsel, für eine Wundversorgung, für eine Bronchoskopie, aber bitte kurzfristig aus der Hand, vielleicht auch gut gesteuert über den Perfuser, aber so, dass wir sofort wieder in den grünen Bereich kommen. Und wenn wir Agitationsspitzen haben, müssen wir sie kurz abkappen. Das geht, indem man immer etwas zwischendurch als Add-on gibt, wie zum Beispiel dann auch Alpha-2-Agonisten, also Cantharidin oder Dexmedetomidin. Aber es geht nicht, indem wir sagen, wir lassen jetzt mal das Propofol laufen, bis es nicht mehr wirkt, geben das Dormicum, bis es nicht mehr wirkt, geben das Ketanes, bis es nicht mehr wirkt, geben das Volatile, bis es nicht mehr wirkt und versuchen dann mit Dexmedetomidin, bis es nicht mehr wirkt. Das ist kein Hoch- und Runterfliegen mit einem Hubschrauber, das ist nicht mehr das adaptiv Reagierende, sondern das ist das, dass man etwas auf Schiene gibt und hinterherläuft, weil es kumuliert, der Körper sich daran gewöhnt. Und dann kann es zum Delir kommen. Für die Benzodiazepine ist es ganz klar beschrieben, es ist eine Dosis-Wirkungsbeziehung, es ist einfach nur noch eine Frage von Zeit und Dosis und das Delir als solches ist da. Brauchen wir dafür jetzt einen Score? John Devlin hat eine Arbeit 2008 schon publiziert, aus der klar hervorgeht, wie Sie hier sehen, mit unserem Bauchgefühl sind wir schon mal nicht schlecht. Aber wenn wir eine Sprache sprechen wollen, wenn wir schnell zum Ziel kommen wollen, wenn wir effizient sein wollen, brauchen ärztliche und pflegerische Kollegen auf der Station den gleichen Score in der gleichen Anwendung. Wir müssen uns überlegen, wann scoren wir was mit welchem Ziel. Wir müssen uns überlegen, was die Sensitivität ist, also die Wahrscheinlichkeit, die Krankheit als krank zu identifizieren, die Spezifität, also zu erkennen, dass die Gesunden nicht erkrankt sind oder die Nicht-Erkrankten nicht erkrankt sind. Gesund gibt es ja nicht, es gibt ja nur schlecht untersucht. Und wie die Reliabilität, also die Übereinstimmbarkeit ist, und da gibt es dann zum Beispiel Schwächen beim Nu-Test, der aber auch darauf ausgelegt ist, diese Schwäche zu haben gegenüber anderen. Und es gibt dann hervorragende Scores wie den CAM-ICU mit einer hohen Sensitivität, Spezifität und Interrate-Reliabilität oder dem ICDSC, ebenfalls mit hohen Werten. Die kann man kombinieren, sollte man meiner Meinung nach auch. Beim Einführen führen Sie einen nach dem anderen ein, nicht beide auf einmal. Das würde das Team überfordern und Sie sind auch nicht so aus dem Handgelenk zu lernen. Deswegen greifen viele zum Nu-Test, weil es hier auf den ersten Blick abschreckt. Aber wenn man diese hier richtig macht, meiner Meinung nach liegt man damit viel, viel besser. Der CAM-ICU ist die binäre körperliche Untersuchung. Sie müssen den Patienten dafür anfassen, Sie müssen in Kommunikation treten und Sie werden dann schon ganz viel vom Umfeld wahrnehmen, was Sie vielleicht vom Schreibtisch aus nicht erkennen können. Es ist aber nur das Blitzlicht in die Ist-Situation jetzt. Mit dem ICDSC schauen Sie retrospektiv zurück. Sie schauen, was war. Sie können mit dem ICDSC in Punkt 1 und 2, die man bewerten muss, bevor man den Rest macht, das vergessen viele auch,
Teile des CAM-ICUs die Bewusstseinsüberprüfung und die Überprüfung der Aufmerksamkeit mit einbauen. Manche Niederländer machen das und haben dann eine Kombination. Auch das wäre hervorragend. Wichtig zu wissen ist aber, es braucht viel Erfahrung und Training, diese Tests richtig zu machen, richtig anzuwenden. Und es gibt viele Spezialfälle, wo es nicht funktioniert, wenn der Patient nicht mehr ansprechbar und kommunikativ ist, wenn er intubiert ist, wenn wir Sprachbarrieren haben, wenn er tiefer als ein RAS minus 2 sediert ist. Und bei minus 2 ist es auch schon eine Herausforderung. Das hat Ian Slott herausgefunden. Er hat herausgefunden, 70% der Deliere gehen uns ohne protokolliertes Vorgehen durch. Und selbst wenn wir CAM-ICU und ICDSC oder DOS anwenden, ist es so, dass sie in der Praxis nur in 50% der Fälle richtig gemacht werden. Wegen mangelnder Erfahrung, mangelndem Training, Stress und weil wir mehr als einen Patienten zu versorgen haben, wir uns nicht im täglichen Alltag darauf konzentrieren können, es so zu machen wie in der Studie. Deswegen hatte er die Idee, einen Algorithmus zu entwickeln, der 90% der Fälle funktioniert, EEG-basiert. Es ist vielleicht noch Zukunftsmusik, in den Niederlanden funktioniert es schon, das bettseitige Einkanal-EEG, um nochmal noch objektivierter zum Testergebnis zu kommen, weil man mit relativ wenig Training, relativ wenig Aufwand einen klaren, validen Score bekommt, der als solches nicht mehr einer Interpretation unterliegt und wir damit wenig Training, wenig Aufwand dahingehend zu kommen, die Patienten rauszufiltern, die die maximale Aufmerksamkeit eines Facharztes bedürfen. Denn kein Gerät, kein Score dieser Welt ersetzt die Diagnosestellung durch den Facharzt zum Delir. Und die Frage ist, wer ist dafür zuständig, wer soll es machen? Eine meiner häufigen Fragen. Noch einen Zettel, noch einen Score, noch ein Gerät. Im Grunde alle. Jeder sollte, wenn er an den Patienten herantritt, sich überlegen, was braucht er zur Genesung, was kann ich noch beitragen und hat er ein Delir, ja oder nein und mit welchem Verfahren kann ich es feststellen. Das sind ärztliche Aufgaben. Das ist nicht nur unsere Aufgabe, dass wir ihm das hinterhertragen. Es sind aber genauso gut pflegerische Aufgaben. Es gibt nicht mein und dein. Und nur weil Pflegedienst draufsteht, heißt das nicht, dass zwangsläufig gut der Pflegedienst drin ist. Wir müssen uns selber darum kümmern, trainiert zu werden, in die Kurse zu gehen und diese Sachen sachgerecht anzuwenden. CAM-ICU, ICDSC oder auch das Einkanal-EEG. Das ist alles erlernbar. Und wichtig ist es, pflegerisch dann auch nochmal weiterzudenken und die Stationen nicht zuzumauern. Das ist häufig etwas, was auch pflegerisch ganz wichtig zu beachten ist, die Patienten und Familien verlässlich zu informieren, sie wieder teilhaben zu lassen, eine aktive Beteiligung und Einbeziehung in die Entscheidungsfindung zu ermöglichen, den Patienten den Zugang zu den Angehörigen zu ermöglichen, auch jetzt zu Pandemiezeiten. Ich sage, es ist pflegerische Kompetenz, weil häufig sind wir es, die sagen, wir können jetzt nicht, wir brauchen, wir haben nur die Möglichkeit, an 3 Tagen die Woche von 16 bis 17 Uhr die Intensivstation zu öffnen. Es gab gute Ansätze vor der Pandemie, der offenen Besuchszeiten und offenen Intensiven mit sehr guten Ergebnissen. Lassen Sie uns da nochmal hinschauen, was wir davon bewahren und auch weiterhin verbessern können. Denn Delir erkennen, vorbeugen und behandeln bedeutet bei der interprofessionellen Zusammenarbeit nicht, dass eine Profession nach der anderen arbeitet. Es geht nicht darum, erst macht der eine, dann der andere seinen Job, sondern alle, Pflege, Physiotherapie, Ärzte und Angehörige müssen als Team agieren, auf Augenhöhe. Und sehr verehrte Damen und Herren, Augenhöhe hat nun wirklich nichts mit Körpergröße zu tun. Das geht nur zusammen. Sodass ich mit dem Fazit schließen möchte, die höchste Priorität ist die Risikominimierung für unsere Patienten. Dazu brauchen wir natürlich Material, Ressourcen, Ausbildung, Training, Workshops, um Erfahrung zu sammeln, um besser zu werden, um Wissen zu festigen, um es sachgerecht anzuwenden. Dafür brauchen wir Sie, erfahrenes und motiviertes Fachpersonal. Und wir brauchen für diese motivierten Leute etwas mehr als nur ausreichend Zeit für die Patientenversorgung. Sollten Sie vor Ort mit Ihren Ergebnissen nicht zufrieden sein, schauen Sie sich nochmal Ihre Strategie an, überlegen Sie sich, was Sie adaptieren können. Und sollte ich etwas nicht so klar formuliert haben, wie es auf diesem Schild steht, freue ich mich sehr über Ihre Fragen, Anregungen und Rückmeldungen unter der hier eingeblendeten E-Mail-Adresse. Stehe ich Ihnen auch gerne im Nachgang zur Verfügung. Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören. Vielleicht sehen wir uns auf der Jahrestagung der Internisten oder auf dem nächsten Divi, hoffentlich dann auch physisch wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Tschüss, bis bald.